Im nächsten Beitrag wollen wir Ihnen wieder einmal drei interessante Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt vorstellen. Natürlich befassen sich alle drei Editionen mit Themen aus Magdeburg. Nach einer kleinen Pause gibt es von den Magdeburger Stadtzeugen inzwischen das 13. Heft. Es befasst sich mit der Zeit des Nationalsozialismus. Also das Thema ist, sagen wir mal, nicht bloß in eine Richtung zu denken, und dort war es notwendig, erstens eine tiefgreifende Recherche durchzuführen. Diese tiefgreifende Recherche ist mir vor allen Dingen durch den Autoren Peter Baumann. Der hat die hervorragend durchgeführt. Wir waren dabei in den verschiedensten Institutionen, in den verschiedenen Archiven und vor allen Dingen auch in der Synagogengemeinde zu Magdeburg. Durch diese Recherchen und auch durch die Aufrufe, die wir im Magdeburger Kurier gestartet haben, ist es uns möglich geworden, überhaupt erstmal an verschiedenes Material heranzukommen. Am Anfang habe ich gedacht, meine Güte, so wenig Bildmaterial, wie wir zur Verfügung haben. Es wird nie der Stadtzeuge voll werden, eben was das Material hergegeben hat. Ja, und am Ende mussten wir uns von zwei Drittel trennen. Das heißt also, es wurde uns wirklich sehr viel Material auch hierher gebracht und vorgestellt. Wobei es eben wirklich schwierig war. Wir haben extra nicht 1933 bis 1945 geschrieben, weil wir in den Stadtzeugen vorher schon die Bombardierung Magdeburgs und auch die Besetzung oder Befreiung Magdeburgs 1945 eingearbeitet hatten, sodass wir uns reinweg darauf beschränkt haben, wie ist das Magdeburger Leben wirklich in Magdeburg so in dieser Zeit abgelaufen und auch einen kleinen Anfang gesetzt haben in der Zeit davor. Weil wir wollten noch ein bisschen zeigen, wie ist es überhaupt zum Nationalsozialismus in Magdeburg gekommen. Es ist aber dennoch schwierig. Erstens ist es eine Zeit der Erinnerung für viele, die also ihre Jugend dort verbracht haben, in dieser Zeit verbracht haben, die genauso gespielt und geliebt und gearbeitet haben. Und andererseits eben auch eine Zeit darzustellen, die für die eben gegen den Strom laufenden oder nicht so, sagen wir mal, mitlaufenden, was das für eine schwere Zeit für die war. Also wir haben wirklich nachweisen können, dass wirklich von der jüdischen Gemeinde von ca. 2000 bekennenden jüdischen Einwohnern eben wirklich am Ende vielleicht noch 80 nachgewiesen waren. Ganz anders der kleine Band von Wolfgang Schreiber, den viele Zuschauer sicher von den Magdeburgers oder dem Magdeburger Schentichor kennen. Er hat Gedichte und Geschichten in Magdeburger Mundart zusammengetragen. Die meisten stammen aus seiner Feder. Doch wie kam es eigentlich dazu, das alles nun in einem Buch zu verewigen? Die Magdeburger, die haben mich dazu richtig ein bisschen angereizt. Ich fand den Dialekt immer schon schön, weil ich hier geboren bin. Ich bin ein alter Selbker. Und ich dachte, naja, es gibt schon 2, 3, 4 Bücher. Schreibst du eventuell auch mal ein paar Geschichten? Wenn sie ankommen, ist gut. Wenn sie nicht ankommen, na gut, ist auch gut. Aber wie ich gut gemerkt habe, die ersten 100 sind schon weg. Und der Bedarf ist nach wie vor da, die Nachfrage. Ich mag die Sprache, den Dialekt, die Mundart oder wie man dazu sonst auch noch sagt. Und deshalb habe ich mich dazu durchgerungen, dieses Buch zu schreiben. In der Schule selbst hatten wir einen Lehrer, der hieß Biebach. Und dieser Herr Biebach hat uns das Reimen beigebracht. Und das fand ich so schön, so dass ich eines Tages dann auch selber Gedichte geschrieben habe, bis eigentlich in die heutige Zeit. Jeder, der Geburtstag hat, bekommt von mir Verse, ob das im Kollegenkreis war oder im Privat, im Haus, selbst in der Familie. Also immer, wenn ich gereizt werde, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann schreibe ich ein paar Verse. Und warum das Buch so heißt, da kannst du nicht meckern. Weil der Magdeburger gerne dieses Wort gebraucht. Er lobt nicht gern und sagt, ach, ist das wunderschön. Wenn ihm was gefällt, dann sagt er schlicht und einfach, da kannst du nicht meckern. Deshalb heißt das Buch so. Zu kaufen gibt es das Büchlein bei Schreibwaren John in der Lübecker 113 und bei ND-Souvenirs neben dem 100-Wasserhaus. Auch für einen Nachfolgeband gibt es schon wieder Material. Natürlich musste Wolfgang Schreiber noch eine Geschichte vorlesen. Das Drama vom Kindtop. Gemeint ist praktisch nichts Schlimmes, aber ein Kindtop ist eben ein Kino oder ein Lichtspieltheater. Magdeburg hatte ja vor dem Krieg sehr viele Kinos, war ja berühmt mit seinen vielen Kinos.
Und ein paar davon waren richtige Paläste. So zum Beispiel der Deulich-Palast direkt auf den Ollenmarkt. Viele davon waren aber viel, viel kleiner. Eins davon gab es in Westerhüsen, gleich hinter die Lassmacherhäuser. Wir kamen, nannten das die Flohkiste. Doch nur zu das Drama. Immer, wenn uns Mutter vom Besen wischern wollte und es war schlechtes Wetter, gab es uns ein paar Jorschen und wir sausten ab ins Kino. Die Freude war natürlich auf unserer Seite. Die Sache hatte bloß einen Haken. Du musstest da immer früh genug aufkreuzen, wenige guten Plätze. Nummeriert war nämlich da nichts. Also zogen wir eine Stunde vor Beginn in eine Schlacht. Und die Bezeichnung traf auch zu. Denn ehe du an die Kasse kamst, könntest du noch 20 Meter über den Hof gehen. Das könntest du aber erst 15 Minuten vor Beginn der Vorstellung, weil das große Tor vorher nicht geöffnet wurde. Die circa 100 Gramm warteten also so lange, bis der Kindtopmann das Tor freigab. Meistens standen die Kleinen vorne und die Großen hinten. Aus Erfahrung. Wenn sie sich das doppelseitige Flügeltor öffnete, dann drückten die Großen von hinten die Kleinen Kaxe beiseite und waren als Erste an der Kasse. Die ersten Reihen von die wartenden Juren fielen den Dreck, alles latschte über sie drüber und die Teiten, also die Großen, waren die Sieger. Jetzt wurden erstmal die Verletzten aussortiert. Das schrie und wimmerte. Die leichten Fälle kamen dann auch noch in den Genuss von dem Film. Aber die Schwerverletzten hinkten heulend nach Hause. Und soll ich Sie was sagen? Seit dieser Zeit bin ich abgehärtet. Genau. Wen das Drama vorm Kientop zu sehr mitgenommen hatte, kam vielleicht nach Altstadt ins Krankenhaus. Das zog bekanntlich vor wenigen Wochen dort aus. 190 Jahre lang hatte es seinen Sitz in der damaligen Marstallstraße 13, der heutigen Max-Otten-Straße. Zur Idee, darüber ein Buch zu schreiben, nochmals Axel Kühling. Es ist so, dass die beiden Herausgeber, also zwei der vier Herausgeber, die genannt sind, wirklich bei mir vorbeikamen und sagten, sie wollen eben ein Buch dazu herausgeben. Das ist einmal der Professor Mokros und einmal der Dr. Schwenke. Die beiden kamen zu mir und haben mir ihre Idee präsentiert, dass ja nun das Ende von Altstadt abzusehen ist. Das war vor einigen Monaten und dass wir uns dann also, dass sie also das Thema schon bearbeitet hätten. Und da haben wir uns dann eben rangesetzt. Da haben wir dann eben, also es ist sehr viel Arbeit von Helga Busch, von Herrn Meisemann, von Dr. Schwenke, von Professor Mokros und einem Herrn Dr. Geile. Es ist schon eine interessante Zeit, die dort festgehalten wurde. Und ich bin auch der Meinung, ich habe heute zum Beispiel, bin ich noch an der Jakobstraße vorbeigefahren. Da steht immer noch der Wegweiser Krankenhaus Altstadt. Also der ist noch da, also es gibt also immer noch Erinnerungswerte. Ja, und ich wünschte mir natürlich, dass das Gebäude natürlich einen schönen Nutzer findet, ja, weil gerade der ältere Teil, der also wirklich, sagen wir mal, mit sehr schöner Fassade versehen ist, hätte natürlich einen guten Nutzer würde natürlich einen guten Nutzer brauchen. Weil, das sage ich deshalb, weil ich nämlich so viel Angst habe um die ganzen Gebäude, die dann kaputt gehen. Aber wenn man die ganzen Siechenhäuser und so weiter wegnimmt, dann ist es wirklich nach 1813, nach der Befreiung eben vom napoleonischen Joch, ja, ist es dann wirklich die Anfänge eben wirklich in der Großumgebung, im mitteldeutschen Raum, wirklich einer der bedeutendsten Anfänge, Krankenwesen überhaupt in dem Sinne zu stationieren und überhaupt, sagen wir mal, nicht mobil, also durch Hausärzte sozusagen, sondern eben wirklich stationär, eine Station anzubieten, genau. Es ist eigentlich so, dass man sich wünscht, dass diese Position, die sich das Krankenhaus Altstadt auch erworben hat, natürlich auch mitgetragen wird, jetzt durch die durch das städtische Klinikum jetzt im Olfenstedt. Auf 270 Seiten wird umfangreiches Material, das mühevoll aus Archiven zusammengetragen wurde, zum Teil erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Gerne hätten wir den alten Aufnahmen das heutige Aussehen der Gebäude gegenübergestellt. Leider wurde uns am Tage der Dreharbeiten der Zugang zum verwaisten Gelände verwehrt. So müssen wir uns mit einigen Außenansichten begnügen. In der Hoffnung, dass die vielen Gebäude bald einer anderweitigen, sinnvollen Nutzung zugeführt werden können.